So, weiter geht's bei Penum. Ach verdammt, ich starte hier an der Stelle. Na, vielleicht kann ich diesmal ein bisschen was anders machen. Die Tür ist immer noch... Nein, sie ist offen. Vielleicht kann ich diesmal was anders machen. Na komm. Wenn ich das richtig gesehen habe, also vom letzten Mal... Als diese Kreatur zurückkehrt, will ich nicht, dass sie... Ja, ja, genau. Vielleicht habe ich dann genug Zeit, weil das Fass werde ich doch definitiv brauchen. Na komm mit mir, Fässlein. Werde ich doch mit Sicherheit da drüben brauchen. Wo war das doch gleich? Ich glaube da. Gucken wir doch mal hier. Und er ist eingestürzt. Ja, die Notiz, die habe ich ja letztes Mal... Moment mal kurz. Ich liebe meine Werkstatt. Ich habe heute bereits zwei leckere Spinnen gefangen. Zwei, eins, vier, acht. Ho, 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 warum ist mir das letztes Mal nicht aufgefallen? Ach, wenn man Texte doch deutlich liest. Dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Der Hund scheint hier immer noch nicht drin zu sein. Zu meinem Glück. Aber er wird versuchen reinzukommen. Dessen bin ich mir sicher. So. 2, 1, 4, 8. Hä? Lag ich doch falsch? Oder habe ich die Reihenfolge verpatzt? 2, 1, 4, 8. Doch, das habe ich eingetippt. Das war eigentlich richtig. Oder 8, 4, 1, 2 vielleicht? 8, 4, 1, 2. Haha! Ich bin in der Werkstatt. Endlich. Gott sei Dank. Viel Zeit zum Aufnehmen habe ich nicht. Daher ist es gut, dass ich ein Fortschrittchen gemacht habe. Was ist das? Wunderbar. So sollte es mir gelingen, Sprengstoff zur Explosion zu bringen oder meine lebenswichtigen Körperteile zu verlieren. Was habe ich denn eingesteckt? Oh, Baumwollfaden. Kann es sein? Getränkt in Bakstrin, so sollte das Schwarzpulver gut halten. Perfekt, und ein Feuerzeug habe ich auch. Aber das Bakstrin ist jetzt weg. Also, Dörrfleisch. Riecht zum Anbeißen gut. Vielleicht kann ich damit, oder kann ich das selber essen? Nö. Was passiert, wenn ich Doppelklick drauf mache? Nichts. Ah, das ist, damit ich die Hunde... anlocken kann. Hier ist auch wieder ein Leuchtfeuer und sowas. Mal gucken. Nichts. Diese Artefakte müssen irgendwie mit den Vorkommnissen hier unten in Verbindung stehen. Vielleicht entdecke ich ja etwas Nützliches, wenn ich hier herum experimentiere. Oder aber ich erleide einen Herzinfarkt. Sägeblätter. Verschlissen und kaputt. Allerdings sind die Kanten immer noch höllisch scharf. Ich hoffe nicht, dass es der Hund war, der eingebrochen ist. So, was haben wir hier? Schaut antik aus. Es ist so alt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wofür es einmal benutzt worden ist. Ja. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Sägeböcke? Was ist damit? Es könnte ein Stück Eis sein, das das Licht durchbricht. Oder meine Augen spiegelt sich ein Streich, aber irgendwas liegt dort unter dem Felsen. Dann gucken wir doch mal. Da ist tatsächlich was. Aber ich komme so... Oh, holy crap! Eine Spitzhacke! Oh, Tageslicht, wie sehr habe ich dich vermisst. Schaut aus, als ob das noch ungefähr einen Meter unter der Oberfläche ist. Das Licht wird durch das Eis gebrochen. So.
Hier ist auch noch eine Tür. Oh, sie geht auf. Sehr schön. Ein Gefängnis? Machen wir mal dicht hier. Oh, warum ist es gerade so hell geworden? Ich hoffe, dass mich hier keine böse Überraschung erwartet. Und wieder was, das wir einschlagen könnten. Das probiere ich dann gleich mit dem Hammer aus. Jetzt gucke ich mich erstmal hier unten um. Oh, da ist sogar noch Saft drauf. Ein elektrischer Zaun, vor kurzem errichtet. Ich muss einen Weg finden, dort hinüberzukommen. Tja, Tatsache, ein elektrischer Zaun. Liegt hier irgendwas? Nein. Aber da ist ein Leuchtfeuer. Ein Leuchtsignal. Brauche ich ja gar nichts durchbrechen. Komme ich auch so rüber. Heiliger Bimbam. Wie mache ich das denn? Wenn ich das anfasse, komme ich in Kontakt damit? Oh ja. Das ist nicht gut für mich. Wie soll ich darüber kommen? Es muss einen Weg geben. Hier krabbelt doch irgendwo was. Ganz genau umschauen. Ich werde was ausprobieren. Ob sich vielleicht doch was ändert, wenn ich... Wo ist der Hammer? Okay, damit ändert sich nichts. Das hat schon eher was verändert. Hier ist nix. Moment mal. Das Fass kann ich so nicht durchschieben. Einen Weg nach darüber finden muss ich. Ah, komm doch. Hier durch, Mann. Komm doch hier durch. Ich hoffe, dass es mir keinen Schaden zufügt. Was ist damit? Dieser Ort ist in einem schlechten Zustand. Dieses Geländer ist kaputt gegangen, weil es niemals repariert wurde oder wurde es mutwillig zerstört. Hier ist auch noch eine Kiste. Ja, ich will was ausprobieren. Ich weiß nur nicht, ob das so funktioniert, wie ich es mir erhoffe. Na komm. Vielleicht so. Na? Oh oh, ich will mich nicht selber, ich will mich nicht brutzeln da drin. Oh je. Yeah. Warum kriege ich es nicht so hin, wie ich es gerne hätte? Nee, Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Mit Glück kann ich es doch schaffen. Nein. Fass würde ich nicht da hoch schaffen. Ah, komm, geh rüber. Na siehst du, gehst du doch rüber. Probieren wir mal, ob ich dich da rüberschieben kann. Oder so. Nein, unmöglich.
Es sei denn... Plan B. Aber ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Komm mal zurück, Fass. Was war da? Na? Ich werd noch wahnsinnig. Wirst du wohl gehorche mir stark, Brett. Ich hätte dich gerne etwas gerader hier. So, probiere ich mal mein Glück. Haha! Oh, bitte, 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 lass das funktionieren. Ich muss dich doch nur nach dahin überschleifen. So. So weit, so gut, aber das ist noch nicht genug. Kann ich das Ding nicht irgendwie... Ach, was scheiß drauf. Au. Ich bin auf jeden Fall drüben. Das war schon mal gut. Wenn es auch schmerzhaft war. So, was haben wir hier? Explosives. Sprengstoff. Ah, so gefällt mir das. Verschlossen, verdammt, wie soll ich da jetzt reingelangen? Die Tür schaut sehr alt und morsch aus. So? Ah, funktioniert nicht so ganz, wie ich es gerne hätte. Also doch! Also doch. Gut. Mit der Spitzhacke hat es funktioniert. Dann mal hinein. Was ist das? Schmerzmittel. Oh ja, das ist gut. Das ist nix. Was ist das? Dynamit. Okay. Ich habe Dynamit. Was ist das? Perfekt, ein Schwarzwisch. Noch... groß genug, um nach hinein zu greifen. Vielleicht muss ich da drin... Das Loch ist zu klein, dass ich die Lunte durchstechen könnte. Wie war das nochmal? Ein kleines Loch befindet sich auf der Oberfläche nicht groß genug, um hineinzugreifen. Was habe ich denn im Inventar? Versuch macht klug, ne? So, da habe ich auch jetzt das Schwarzpulver, trockenes Schwarzpulver, genau das, was ich brauche. Sehr schön. Jetzt habe ich es nicht ein... So, prima, eine Lunte, die nur darauf gewartet, angezündet zu werden. Yippie! Oh, ich liebe es, wenn ich Fortschritte mache. Jetzt nur noch sicher darüber kommen. Haha, hat auch geklappt. Was sollte jetzt noch hier schief gehen? Oh, ich frage das besser nicht. Da kann auch einiges schief gehen. Zum Beispiel, dass mir der Hund da wieder in die Quere kommt. Aber im Moment... scheint dem nicht der Fall zu sein. Die Lunte brauche ich doch bestimmt für das Fass. Wow.
immer dieses helle Erleuchten. Ah, natürlich ein Platz zum Verstecken. Aber im Moment habe ich Verstecken ja nicht notwendig normalerweise. Rockelkidu! Ich hoffe, das Fass steht noch da, wo ich es hingestellt habe. Sollte eigentlich. Natürlich. So, Lunte. Ich möchte es nicht riskieren, dass das Ding frühzeitig um die Ohren fliegt. Meine erste selbst hergestellte Lunte. Aber ich hab doch jetzt... Warum? Oh, das war natürlich jetzt blöd. Ein Leuchtsignal, das mir dumm... Ja. Kann ich das nicht irgendwie... werfen? Oh doch, das geht. Ich kann es auch wieder aufheben, wenn es sein muss. Aber das war es nicht, was ich wollte. Ich wollte das da testen. Nun gut. Der Schacht ist an dieser Stelle eingestürzt. Oh, verdammt. Hat nichts getaugt. Also echt, den kann man echt nichts recht machen. Moment mal kurz, vielleicht... Na... Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das musste wohl so sein. Okay. Das ist wohl mein Stichwort. Jetzt aber Entdeckung. Oh ja, Knurr da hinten wieder. Lauf, 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 Forest, lauf. Wenn ich zurückblicke, zweifle ich an meinem gesunden Menschenverstand. Was hat mich nur dazu getrieben, mich tiefer in die Mine zu wagen? Vielleicht war es meine verdammte Arroganz, vielleicht aber auch das Verlangen nach einem Abenteuer. Wäre ich doch nur verhungert oder auf eine andere Art und Weise zu Tode gekommen, alles wäre besser gewesen, als die Gewissheit, die Verantwortung für all jene Ereignisse hier unten zu tragen. Mit diesen quälenden Gedanken in meinem Kopf sitze ich nun hier und schreibe dir diese Zeilen in der stillen Hoffnung, dass du mich nicht enttäuschen und in diesen Wahnsinn Einhalt gebieten wirst. Denn ich habe versagt. So, gut. Wir sind vorangekommen. Mal kurz umschauen. Das sieht ja... Was ist das? Riesige Käfige oder was? Es geht sogar auf. Das ist doch echt seltsam hier gerade links oben. Seht ihr das auch? Warum habe ich hier oben... Aber nur in Bezug auf die Dinger hier. Ne, jetzt ist es weg. Lol. Ich hatte gerade eben doch... Da, wieder. Was zur Hölle ist das? Warum habe ich hier ein kleines Bild davon? Das ist mir echt unverständlich. Von da oben bin ich gekommen? War ja wieder ein tiefer Sturz. Was ist denn das? Ist da was drin? Nein, auch nichts. Ist das dazu gedacht, da reingeschoben zu werden? Nein, auch nicht. Gut, aber das werde ich im nächsten Mal herausfinden, sobald ich hier die nächste Aufnahmesession starte. Bis dahin verabschiede ich mich wieder und sage Tschüss.